Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute habe ich euch die Sonne mitgebracht und einen wunderbaren Ausflug. Dann machen wir ein lustiges Quiz und am Ende finden die Kinder ihr Talent mit Gastkünstlerin Jola. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Die meisten Menschen haben ja so eine Liste, wo draufsteht, was sie unbedingt in ihrem Leben nochmal gemacht haben wollen. Da kommt auch Dubai vor, nämlich das Burj Khalifa. Und wir nehmen euch jetzt schon mal mit. Ihr guckt euch das an und die Sonne kriegt ihr noch dazu. An unserem zweiten Tag in Dubai wartet gleich das größte Highlight der Stadt auf uns, das Burj Khalifa. Wir nehmen Sie mit auf die 124. Etage. Sie haben einen grandiosen Blick über die ganze Stadt, bevor Sie dann wieder nach unten fahren und in der Dubai Mall noch ein bisschen einkaufen können. Seit 2008 ist das Burj Khalifa das höchste Bauwerk der Welt. Eröffnet wurde es erst im Jahre 2010. Bei einem solch hohen Gebäude jagt natürlich ein Rekord den nächsten. Es hat die höchste Anzahl an Stockwerken, nämlich über 160. Es hat das höchste bewohnte Stockwerk der Welt, die höchste Außenbesucherplattform, den Aufzug mit der längsten Fahrthöhe. Unsere Reise führt uns auf die 124. und 125. Etage. Dort haben Sie dank der 360-Grad-Plattform einen Überblick über die gesamte Stadt. Natürlich befindet sich nicht nur eine Besucherplattform im Gebäude. Die ersten 38 Etagen, das sind das weltweit erste Armani-Hotel. Darüber liegen Büros, Wohngebäude, Wellness- und Spa-Einrichtungen und auch eine Moschee. Über 54 Aufzüge verbinden die jeweiligen Stockwerke. Um sich die Größe des Gebäudes einmal vorzustellen, es ist dreimal höher als der Eiffelturm und fast doppelt so hoch wie das Empire State Building. Es war sehr beeindruckend. Mit dem Fahrstuhl darauf, man hat es auch kaum gemerkt, dass der sich bewegt. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, einmalig. Wenn man heute was wissen will, nichts einfacher als das, kurz mal ein bisschen klickern und schon erfährt man es. Und genau aus dem Thema hat Birte an Bord ein Quiz gemacht. Wir stellen euch ebenfalls einmal kurz vor. Wer seid ihr? Ich bin die Katrin. Anja? Anja, kannst du malen? Nee, perfekt, kann sehr gut. Ich bin Marco aus Tübingen und ich bin sehr flexibel. Das ist die beste Einstellung hier. Wir haben nämlich unterschiedliche Sätze bei Google eingegeben, sprich nur den Anfang, Satz beginne. Und ihr müsst im Team immer entscheiden, jeder von euch darf uns eine Sache nennen, von der ihr glaubt, so geht der Satz weiter. Mein Mann ist. Mein Mann ist. Sie können gerne im Kopf schon mal so ein bisschen mit überlegen. Können schon überlegen, Mensch, was könnte Google ausspucken, wenn man das eingibt? Die Ergebnisse sind tatsächlich von heute Nachmittag. Da haben wir das Ganze einmal rausgescreenshottet. Das heißt, sie sind absolut aktuell. Faul. Okay. Mein Mann ist faul. Zu dick? Mein Mann ist faul gegen mein Mann ist. Wo sitzt denn der Mann hier im Publikum? Mein Mann kann. Mein faul. Mann ist faul. Ja. Geil. Mein Mann kann Spiel, geil. Mein Mann kann Aufgaben, das sind die Vorschläge. Erster geil. Punkt geht an die Offiziere, euer Applaus. Meine Frau nervt. Meine Frau nervt, okay. Ist das bei euch ab und zu so? Keine Ahnung, ich habe keine Matrose. Okay. Meine Frau nervt hier vorne gegen Micha Chris Nils. Wir trauen uns nicht. Warum? Weil dann alle Buh rufen. Wenn es stimmt. Das liegt daran, dass Nils jetzt verheiratet ist. Probier's, wer denn mit wem jetzt genau? Sag. Meine Frau. Ist zu dick. Meine Frau ist zu dick gegen meine Frau nervt. Wir schauen uns das Ganze mal an, an wen der Punkt geht. Google spuckt Folgendes aus. Meine Frau schlägt mich. Meine Frau Sprüche, meine Frau hat mich verlassen. Damit wird kein Punkt vergeben. Ihr kriegt trotzdem Applaus für eure Kreativität. Wir machen mal weiter. Und zwar Hamburg ist.
meine Perle. Hamburg ist meine Perle. Vorschlag von unserem Offizier. Wer hat bei euch? Wer macht es bei euch? Naja, schauen wir mal. Hafenstadt. Hamburg ist Hafenstadt. Wir schauen uns das Ganze wieder an. Hamburg ist braun-weiß. Hamburg ist ein schönes Städtchen. Und meine Perle. Damit geht der nächste Punkt an unsere Offiziere. Und ich finde das nächste eigentlich ganz charmant, weil tatsächlich, weil das durchaus nicht unlustig ist. Mein Bett. So, mein Bett kann Geschichten erzählen. Mein Bett, ist das so? Nein, wir sagen, mein Bett quietscht. Ist das Kommt so? Kommt vor. Wir schauen uns mal die Top-Nennungen von Google an. Meinbett.de, mein Bett Elmshorn, mein Bett ruft, knarrt und Matratze. Und mit knarrt würde ich sagen, ist tatsächlich quietscht am ähnlichsten. Dafür geht noch mal ein Punkt an die Offiziere. Sehr gut. Letzter Spruch. Wenn Single. Nils, habt ihr euch entschieden? Frauen. Okay, wenn Single einfach Frauen. Partnerbörse. Wenn Single Frauen und wenn Single Partnerbörse. Geben wir mal genauso ein und schauen wir mal, was Google ausspuckt. Frauen oder Partnerbörse. Männer einsam sind, wenn Single sein krank macht, traurig macht. Frauen mit 27 schon Restestatus haben. Wenn ich Single wäre, Englisch. Und tatsächlich damit, unglaublicherweise, geht die Runde genullt aus. Und ihr kriegt trotzdem nochmal einen Applaus. Naja. AIDA ist ja vor allem auch Mehrgenerationenurlaub. Da findet jeder was Tolles zu tun, jeden Tag. Und wenn Ferienzeiten sind und viele Kinder an Bord sind, dann haben wir auch immer Gastkünstler speziell für die Kinder. Jonah zum Beispiel. Und sie kitzelt aus den Kindern das Talent raus. Hallo, ich bin Jonah, Singer-Songwriterin aus Köln und habe den Kolja dabei. Wir machen Workshops für die Jugendlichen an Bord, das heißt Gesangsworkshops. Wir haben so ein kleines mobiles Tonstudio dabei, mit dem wir die Jugendlichen aufnehmen. Mit dem Tonstudio können wir Songs aufnehmen, eigene Songs, aber auch vor allem Karaoke-Songs. Und es geht darum, die Stimme zu entdecken, sich selbst ein Stück weit zu entdecken. The second you say you'd like me to. Sehr gut. So, und jetzt machen wir es mit Aufnahmen. Genau, singst du einfach bis Better Than You Can und dann fangen wir da wieder an, weil sonst ist das von übereinander. Von ganz vorne. Soll ich das dann wieder mit Tremendous singen? Ja, machen wir jetzt mal mit. Trau dich einfach, sing einfach, du kannst nichts falsch machen. Es gibt ja im musikalischen Bereich fast nichts, was exhibitionistischer ist als das Singen. Es ist kein Instrument dazwischen, es ist keine Wand dazwischen. Man steht da, man hat die Stimme und die kommt raus. Da sind irgendwie voll die Emotionen drin, bei dem, wo du singst. Also du singst das nicht einfach nur nach, sondern du machst es irgendwie so ein bisschen zu deinem eigenen. Das ist echt gut. Die Arbeit ist besonders, weil es jedes Mal was Neues ist. Klingt ein bisschen nach einem Klischee, aber ist tatsächlich ja so, weil es auch sehr dankbar ist, weil natürlich jeder, der sich selbst entdeckt ein Stück weit beim Singen, strahlt von sich aus. Und das ist halt, das ist einfach ein sehr dankbares und sehr schönes Gefühl. Und das ist so ein kurzer Moment des Glücks, den man da erhaschen kann. Und jetzt seid ihr dran. Hier unten drunter postet ihr jetzt Bilder von euch und euren Familien und euren Freunden, wie ihr zusammen bei uns in der größeren Gruppe unterwegs wart und was ihr alles gemacht habt. So, kommen wir zur Verlockung der Woche. Bei der Gelegenheit möchte ich mich mal bedanken bei allen Kollegen, die in der Reiseberatung tätig sind, bei uns im Kundencenter oder in den Reisebüros. Ihr helft unseren Gästen und unseren zukünftigen Gästen so sehr mit eurer Beratung und wir hören das immer wieder, wie toll das ist. Und darum möchte ich mich bei euch auch mal herzlich bedanken. Und jetzt kommen wir zur Verlockung der Woche. Wir starten in Warnemünde und fahren als erstes nach Stavanger. Es geht weiter nach Oslo und Aarhus. Wir machen noch Halt in Kopenhagen und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Warnemünde. Und zum Schluss wie immer die wundervollsten Bilder von unseren Schiffen mit der allertollsten Musik. Und ich wünsche euch eine tolle Woche. Viel Spaß! Made my way through darkness, through long depressing nights. But everything's forgotten, so
since I'm running in the wild. I'm in a land called fantasy and spoiled nature around. I finally can breathe again high on a mountain top. I can. To life. Take me back to the mountains. Take me back to the sea. Take me back to the river where I